Und heute sind wir zu Gast beim Experten, Moderator, Buchautor und Journalisten Harjo Schumacher in Berlin. Ja? Was die Kollegen über ihn geschrieben haben, das sehen Sie hier oder auch hier. Und was er zu sagen hat, direkt jetzt hier. Hey! Hey! Hallo! Komm rein! Na? Hallo! Hallo! Sehr schön! So, ja, hier. Hier entsteht Achim Achilles. Ja, wir dachten so, die Google-Farm, das ist einfach so unsere Vision, ne? Weltmacht. Ja, genau. Und damit jeder weiß, was hier Trumpf ist, machen wir auch gleich mal hier. Da geht's gleich los mit Sport. So ein Quatsch. Ja, aber ich will dich damit nicht behelligen. Gott sei Dank. Ja, und hier ist er. Achim Achilles, VS Harjo Schumacher in seinem Büro. Sehr schön. Hallo. Hi, Achim. Hi. Na? Gleich die erste Frage, was mir auffällt. Du bist ja als Journalist und als Deutscher ein fröhlicher, positiver Mensch. Schließt sich das aus? Wie macht man das? Ja. Als Deutscher und als Journalist. Ja. Ja, das ist eigentlich so ziemlich 100% Unfröhlichkeit. Ja. Ich überlege gerade, ich bin als Journalist nicht mehr fest angestellt. Und zwar schon seit 12, 13 Jahren. Und das trägt deutlich zu meinem Fröhlichsein bei, weil alle die Kollegen, die ich kenne natürlich von früher, die in Festanstellungen leben, im Wesentlichen Printkollegen, merken, dass ihre Printerzeugnisse, egal ob sie Spiegel, Zeit, Süddeutsche Bild oder wie auch immer heißen, die Auflagen nehmen sehr kontinuierlich ab. Ja. Ich habe in meinen 51 Lebensjahren eines gelernt, es werden permanent neue Katastrophen ausgerufen, die alles eins gemeinsam haben. Sie sind in der Tat problematisch, aber hey, wir leben immer noch in einem der reichsten, sichersten, unbeschwertesten Länder der Welt. Also hat Angela recht, wenn sie sagt, wir schaffen das, wenn sie das optimistisch sagt. Andersrum, eine Anführerin oder ein Anführer, der sagt, wir schaffen das nicht, würde ich sofort abwählen. Wie wird man als Journalist und Publizist wirtschaftlich erfolgreich? Ich glaube, es hat typisch deutsch ein bisschen was mit Fleiß zu tun. Ich glaube, nur mit Schreiben wäre das extrem schwierig. Ich moderiere eine ganze Menge, ich schreibe Bücher, ich habe meine zweite Existenz als Laufknilch. Ich bin auch wirklich vom Schicksal beschenkt worden. Ich habe die goldenen Jahre des Journalismus, des Printjournalismus mitbekommen. Ich war beim Spiegel, als diskutiert wurde, brauchen wir neue Heftklammern, weil die, die wir haben, sind nicht mehr stark genug, diese dicken Hefte überhaupt noch zusammenzuhalten. Ja. Wo die Anzeigenabteilung gesagt hat, nö, wir sind voll, ne? Kommen Sie mal nächstes Jahr wieder. Ja. Heute wird jeder Anzeigenkunde persönlich in der Sänfte ins Verlagshaus getragen. Harjo, du giltst ja als einer der Experten, der Top-Experten Deutschlands. Mhm. Also wenn es um Journalismus und Politik geht, wirst du ja gerne mal gefragt. Weißt du so viel? Oder was so, macht dich dazu? Wenn man jemandem was richtig Böses nachsagen will, dann nennt man ihn Experten. Ja. Worin besteht meine Expertise? Ich glaube einfach in vielen Jahren in diesem Beruf. Ich war gerade 15, als ich bei der Münsterschen Zeitung angefangen habe, lokal Handball, Fußball, Kegeln, Schützenfeste, Karnevalsveranstaltungen zu beschreiben. Ich bin am Anfang noch mit dem Fahrrad, später dann mit dem Mofa kreuz und quer durchs Münsterland gefahren und habe so Sachen gemacht. Das heißt, ich mache das seit 35 Jahren. Ja. Und bestimmte Dinge, die man tut, kommen einem dann irgendwann bekannt vor. Bestimmte Muster, die man bei Angela Merkel sieht, kennt man schon von Helmut Kohl. Mhm. Und bei Gerhard Schröder hat man sie auch gesehen. Ja. Das heißt, alles das, was einem jungen Menschen, so wie uns, früher naturgemäß als total ungewöhnlich und einzigartig und erstmalig vorkommt, denkt man sich, ey, kennst du doch. Also ich empfinde es so, in Deutschland gibt es jetzt ein Meinungsspektrum, das von fröhlichem Optimismus bis zur totalen Verzweiflung reicht. Und nichts ist richtig. Und also wo stehst du dann jetzt da?
Ich habe neulich eine Podiumsveranstaltung für die Berliner Morgenpost moderiert und da ging es genau um die Frage. Da waren auch besorgte Bürger und sagen, wir schaffen das nicht mit den Flüchtlingen. Es ist doch hier alles in Gefahr. Mhm. Und da stellte ich die sehr naive Frage, wo genau haben Sie in den letzten 6 Monaten Einbußen hinnehmen müssen? Also wo genau ist Ihnen was weggenommen worden? Steuererhöhungen, Wohnraum konfisziert? Ja, das ist noch nicht ausgereift. Genau. Ja, das kommt. Das heißt, es ist immer diese Fantasie, ja, da kommt noch was. Ja. Klar, es kommt auch irgendwas, aber fast nie das, was man erwartet. Ja. Das ist das eine. Das zweite, was mich sehr, sehr, sehr erschüttert hat, war eine junge Frau, Flüchtlingshelferin, die sehr viel freiwillige Stunden in einem Flüchtlingsheim ableistete. Und bei uns auf dem Podium erzählte eine Geistliche, in ihrer Flüchtlingsunterkunft würde es Schneider geben, die hätten darum gebeten, eine Nähmaschine. Ob irgendjemand im Keller eine Nähmaschine hat, dann könnten sie die ganzen gespendeten Klamotten auf syrische Maße umarbeiten. Mhm. Super, dann müssen die gespendeten Klamotten nicht wegschmeißen, können die umarbeiten, die haben was zu tun und, und. Es ging um einen Friseur, der gesagt hat, ich würde gerne im Flüchtlingsheim einen Friseursalon einrichten. Also in einem Zimmer so einen Stuhl, einen Spiegel und dann den ganzen Leuten, die seit Monaten vielleicht unterwegs waren, einfach mal wieder eine ordentliche, ne, du hast das Problem nicht, aber eine ordentliche Frisur verpassen. Ich bin selbst Schneider. So. Und drittens sagte diese Geistliche noch, und da sind viele, die sind aus der Landwirtschaft, die haben als Schafhirten gearbeitet oder sowas, ja, die könnte man vielleicht in Brandenburg, in Werder hier, große Obstgärten, Gemüsegärten und so weiter, vielleicht können die da irgendwo anfangen zu arbeiten. Und da empörte sich diese junge Flüchtlingshelferin und sagte, das sei doch unglaublich diskriminierend, diese Menschen als Hirten, Friseure und Schneider zu diffamieren. Und da dachte ich mir, wir haben gerade deren Berufe beschrieben, voller Respekt, und haben gesagt, die machen halt das, was sie können, und anderen nutzen damit anderen. Sie hatte das missverstanden. Sie dachte an Augenärzte. Es wird ja suggeriert, dass es alles Augenärzte sind. Es sind alles Maschinenbauingenieure und Herzchirurgen. Ja, das ist das. Ja. Und ich dachte mir, was genau ist daran diskriminierend, wenn einer Friseur ist und als Friseur arbeitet? Die Diskriminierung findet im Kopf dieser Frau statt. Absolut. Die findet das irgendwie diskriminierend. Und das ist aber auch so ein Untergangsszenario, wo man denkt, so, jeder diskriminiert jeden in diesem Lande. Ja. Bist du links? Also mit den Linksgrünen und der Hälfte der CDU d'accord quasi, was jetzt so passiert? Irgendwie funktioniert das so mit links-rechts nicht mehr so richtig. Wobei interessanterweise an der Flüchtlingsfrage ordnet sich dieses Land wieder in links und rechts. Wir hatten das vorher schon bei Putin so ein bisschen. Ne? Bist du Putin-Versteher oder nicht? Das nennt man in der politischen Wissenschaft die Cleavages. Also der Cleaver ist das Schlachterbeil. Mhm. Das sind die großen Gräben, die sich durch eine Gesellschaft ziehen. Früher war das Stadt-Land-Bevölkerung, protestantisch, katholisch, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaft und so weiter. Das löst sich ja alles so ein bisschen auf, und interessanterweise, Flüchtlingsfrage scheint eine dieser großen gesellschaftlichen Trennlinien zu sein. Die einen sagen, es ist alles zu viel, schaffen wir nicht, und die anderen sagen, ey toll, Bereicherung schaffen wir. Beide übertreiben maßlos, am Ende ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, nicht jeder Flüchtling ist ein Heiliger, aber auch nicht jeder Flüchtling ist ein Terrorist. Das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, mit ihren Stärken und Schwächen. Da würde ich mich eher als Linken einordnen, interessanterweise aber, weil die optimistisch sind. Und normalerweise sind ja die Linken, die immer sagen, die Welt geht unter. Ja. In diesem Fall sind die Linken als Flüchtlingsversteher, die sagen, wir schaffen das. Ja. Das ist kulturell für mich sehr irritierend. Normalerweise sagt der Linke, oh Gott. Absolut. So, ja, also kulturell spannend. Und für die Linke, wenn man das mal bis weit in die Mitte der Gesellschaft rechnet, übrigens ein hochspannendes gesellschaftliches Projekt. Weil jetzt müssen diese Menschen natürlich auch liefern. Es reicht ja nicht einmal, seine Altkleider im Flüchtlingsheim abzuwerfen und zu sagen, guck mal, da war auch ein alter Armani-Pullover dabei, so großzügig bin ich. Ja. Sondern Flüchtlingsarbeit bedeutet, ich werde im Januar damit anfangen, mindestens einmal, vielleicht zweimal die Woche Deutschkurse zu geben. Und da sind wir bei dem sehr interessanten Punkt, wenn wir so viele Menschen aufnehmen, dann müssen wir denen auch relativ bald erklären, wie geht das hier. Und das geht mit relativ einfachen Dingen, indem jeder ein Heftchen in Landessprache auf seinem Kopfkissen vorfindet. So funktioniert das hier. Ja. Woher sollen die das wissen? Ja. Ich weiß auch nicht, wie Syrien funktioniert. Wenn Angela Merkel Standing Ovations von den ganzen linken Flügel im Parlament bekommt, wo sollen die armen Konservativen hin,
die nicht mehr wissen, wohin. Hochinteressante strategische Frage. Und die bei Pegida nicht mitlaufen dürfen, weil sie sonst ihren Job verlieren und so. Das ist eine hochinteressante Frage. Angela Merkel ist im Herzen zwar irgendwie so bildungsbürgerlich konservativ, weil sie in die Oper geht und auch noch Goethe ein bisschen zitieren kann, aber sie ist gesellschaftspolitisch eigentlich überhaupt nicht konservativ. Also was ihr Frauenbild oder sowas angeht, ja, da ist sie relativ schmerzfrei. Sie hat einen, ich glaube, strategischen Fehler gemacht, und zwar in ihrer ganzen Karriere. Sie hat den klassischen katholischen Westmann weggebissen. Und wir erleben, und insofern ist die Parallele zu Schröder und den Harz-Gesetzen ganz interessant. Man hat immer gesagt, Schröders Ende begann mit Harz, ja, weil erstens hat er damit die SPD gespalten, Oskar Lafontaine weg, zur Linken rüber gemacht. Und die jetzt SPD, passiert das Gleiche mit der CDU. So, und ja, wird die AfD praktisch die Linke der CDU oder der Union? Wirst du in 5 Jahren immer noch so ein optimistischer Journalist sein wie jetzt? Wenn du jetzt die Befürchtungen und Pläne... Ganz ehrlich, ich könnte mir gut vorstellen, in 5 Jahren was anderes zu machen. Nämlich? Ach, es gibt so viele gute Journalisten, die Welt braucht mich nicht, also in dieser Rolle. Ich arbeite tatsächlich gerade an einem Drehbuch für eine fiktionale kleine Serie und an einem Krimi, der natürlich auch fiktional ist, komischerweise im politischen Berlin spielt. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, mein Geschreibe jetzt mal so vom tagespolitischen oh Schreck, immer schlimmer, jetzt in die belletristische Ecke zu schieben. In Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, ja, genau. Was Heiteres. Was Heiteres, Mord und Totschlag im Parlament. Sehr gut. Ja. Herzlichen Dank, Kajo. Das war wirklich sehr schön, sehr aufschlussreich. Alle Zuschauer, ja, die sich jetzt noch exzessiv fürs Laufen interessieren und was er damit macht, da haben wir jetzt heute keine Zeit. Da gibt es auch genug Literatur. Ja? Also, ganz herzlichen Dank.